So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Wir sind auf einem neuen Server. Ich habe mir diesmal mal einen deutschen Server ausgesucht. Dampfnudel. Oh, ist ja passendes Wetter. Der Server heißt Dampfnudel, ist ein deutscher Server. Man darf ja aber auch Englisch wohl reden. Ich habe noch nicht viele Leute hier kennengelernt, die hier gespielt sind. Auf jeden Fall habe ich es endlich mal geschafft, hier ein Hütchen zu bauen. Wir haben diesmal ein 3x2. Hütte, ich habe schon mal zwei kleine Boxen und ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Wir haben Dennis. Hallo Dennis. Ich habe es endlich mal geschafft, mir ein Tier zu tamen. Ich gehe kaputt. Ich habe ihn Dennis genannt, nochmal als kleines Dankeschön für den Dennis, der mir meinen Kanalbanner gemacht hat. Dafür darfst du bei Ark Survived hier das erste Tier sein. Eine Schildkröte und er ist unser. Und ich kann direkt erzählen, Dennis hätte fast nur 2 Minuten überlebt, denn ich hatte Dennis aus Versehen auf aggressiv stehen und er hat einen Artgenossen angegriffen, der Level 72 war. Ja. Er hat es aber gerade eben noch so überlebt, deswegen freue ich mich, dass wir Dennis haben. Hast du genug zu essen? Hast noch Narkotikbären bei dir drin? Das wollen wir nicht. Ah, du könntest ein paar Beeren vertragen. Also müssen wir uns noch ein paar suchen. Hier ist es unwahrscheinlich ruhig, Gott sei Dank. Also hier laufen vielleicht gerade mal ein paar Dilophosaurier rum, die ich aber sogar 2 schon von besiegt habe. Ansonsten ist da hinten noch jemand, der baut, da am See. Und dann erst wieder da ganz hinten am Strand. Ich habe da schon verschiedenste Arten Dinosaurier gesehen, auf der Seite auch. Also wir werden auf jeden Fall Dinosaurier treffen. Aber erstmal will ich hier in Ruhe mich ausbauen. Mein Hütchen vielleicht noch ein bisschen ausbauen, mal sehen. Und auf jeden Fall viel Spaß haben mit Dennis. Und naja. Ein bisschen, wir sammeln ihm jetzt erstmal ein paar Beeren. Sonst stirbt er nämlich. Wir müssen ihm ständig was zu essen geben. Sonst geht nämlich seine Health-Leiste auch runter. Also seine Lebensanzeige. Insofern könnten wir ihm aber eigentlich auch sagen, er kann uns folgen. Wie geht das denn nochmal? Order enable following. Following Benton Level 6. Er ist Level 11. Ich habe ihn mit Level 8 bekommen. Und mein Taming... Ja, irgendwie, wenn man tamet, dann gibt es ja irgendwie so eine Nummer dabei, die dann sagt, wie effektiv das ist. Und bei mir war es wohl 86% effektiv. Deswegen hat er direkt mal 3 Level dazu gekriegt. Worauf habe ich dich denn sonst eingestellt, Dennis? Set Aggression to Aggressive will ich nicht. Ne, Cycle, Neutral. Was kann man dann noch? Passive. Attack your target, genau. Dass er dann auch direkt mit attackiert, wenn ich jemanden angreife. Da unten sind nur Dodos. Eigentlich hätte ich ja gerne mehr Speere als nur einen. Kann ich noch welche machen? Craftable Spear. Kann ich sogar. Aber nur einen, weil ich sonst habe ich nicht genug Wood. Egal. So, hier ist zwar so ein Hilfestell-Dingsbums-Hatter-Viech-Kacke-Ding, aber das kann ich erst mit Level 35 öffnen. Insofern... Level 40, was kannst du denn? Greifst du es jetzt an, Dennis? Dennis müsste ihn jetzt eigentlich angreifen. Jawohl! Wow! Ein Bissen! Sauber, Dennis! Verdammt gut, da fühle ich mich doch schon gleich etwas sicherer. Obwohl die Musik etwas anderes verheißen lässt. Ah ja. Der da hinten am See baut, der hat schon einen Triceratops getamed. Level 63. Ach, ich habe den gekillt. Okay. Anscheinend hat es was gebracht, dass ich meinen Melee-Damage mal ausgebaut habe. So, noch ein bisschen Raw Meat. Dann könnten wir mal eben meine Fackel reparieren. Die brauchen wir wahrscheinlich später. Ich habe mittlerweile auch diese Slingshot. Wer ist die Fletsche? Damit habe ich Dennis betäubt gehabt damals. Damals, vorhin eigentlich. Ist noch der gleiche Tag. So, hier hinten habe ich auch ein kleines Lagerfeuer schon mal stehen.
Raw Meat und Wood da rein. So. Dann könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Wood sammeln gehen. Ich glaube, ein paar Bäume sind hier nachgewachsen. Ansonsten müssten wir mal rüber zum Wald, wobei ich eigentlich immer noch keine Lust habe, dahin zu gehen. Denn ich habe sehr viel gespart, beziehungsweise sehr viel ausgegeben in Attacke und wenig auf Verteidigung. Also ich kann nur die Hose craften. Den Rest sollten wir jetzt als nächstes angehen, wenn wir Level 7 werden. Ich bin im Moment Level 6. Das wäre bestimmt gar nicht mal so schlecht. Du kommst, Dennis? Jawohl. Dennis ist hinter uns. Straight hinter uns. Immer gut. Naja, und wir versuchen es jetzt halt hier auf dem Server uns mal durchzukämpfen. Bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Wie wir Dennis hochleveln, wie lange Dennis überleben wird. Wahrscheinlich bis wir den nächsten Carnotaurus oder besser noch T-Rex treffen. Aber ich hoffe, davon ist hier keiner in der Nähe. Höchstens die Lophosaurier. Aber mit denen müssten wir eigentlich klarkommen. Zu den Statistiken. Dennis hat 800... Oh, er hat ein Level-Up. Geil. 840 Leben. 200 Melee-Damage. Das ist schon mal sehr geil. 260 an Weight. Also was er tragen kann, das reicht erstmal. Movement Speed brauche ich erstmal auch noch nicht so viel. Ich würde mal sagen... Oh, Server-Message. Hier seht ihr dann auch die IP-Adresse vom TeamSpeak-Server. Mal gucken, ob wir da irgendwie auch mal uns rumtreiben werden. Im Moment nicht. Deswegen, also der Server heißt Dampfnudel. Einfach mal gucken, wenn ihr da Bock drauf habt, da auch zu bauen. Ich bin im nördlichen Bereich. Das kann ich sagen, weil ich habe alles mit dem PIN-Code gesichert. Insofern, ich würde sagen, wir gehen mal auf Leben. Boah, 200 Leben kriegt er pro Punkt. Geil. Noch ein Level up. Dann machen wir nochmal auf Leben. Jawohl. Level 13 schon. Das finde ich sehr gut. Oh, mein kleiner Dennis. Ich freue mich. So, Leben regeneriert sich erstmal. Er braucht noch ein paar Beeren. Und dann bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. 1200 Leben sollte erstmal einigermaßen reichen. Dann können wir beim nächsten Level mal wieder auf Melee Damage gehen. Also wir sollten daraus einen kleinen Beschützer machen. Ich denke, das wäre bei einer Schildkröte im Moment am logischsten. Dann brauche ich auf jeden Fall noch Steine, damit ich den nächsten Themen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, worauf ich als nächstes hinaus... Warum kriege ich so viele Flints? Müsste ich da nicht eigentlich Stone kriegen, wenn ich die Hatchet benutze? Ich nehme einmal die Spitzhacke. Da kriege ich auch Flints. Das ist ja nett. Einmal reparieren. Dein Leben regeneriert sich langsam? Ja, alles klar. Gut, gut. Ach, ich freue mich, dass wir endlich einen Begleiter haben. Dass wir hier nicht mehr so alleine rumrennen müssen. Ich bin mir nicht sicher, mit welchem Werkzeug ich jetzt hier Stone rauskriege. Ich will auf jeden Fall mehr Stones haben. Metal wieder bekommen. Das können wir direkt mal in die Hütte bringen. Immer noch reparieren. Also ich habe jetzt herausgefunden, man kann einfach hier in der Leiste reparieren. Also wenn ich dann nochmal auf 3 drücke. Oh, ich bin überladen. Dann wird es das erste Mal Zeit, dass ich mal unseren Dennis benutze und ihm ein paar Sachen zum Tragen gebe. Flint brauche ich im Moment nicht. Hide kann er eben nehmen. Womit bin ich denn sonst noch überladen? Ansonsten geht's ja eigentlich noch. Können ein bisschen Fiber drin lassen. Und dann sammle ich mal noch weiter ein bisschen Holz. So, wie lange brauchen wir denn noch? Oh, nicht mehr lange bis zum Level Up. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. 48,5 von 100. Vielleicht sollte ich auch mal meine Tragekapazität etwas erhöhen. Obwohl wir eigentlich dafür Dennis benutzen können. Dass der die Sachen für uns trägt.
macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann kann ich mehr auf Melee-Damage und Leben gehen. Dennis, du kommst mal mit. Jawohl. So, dann gebe ich dir mal noch den Rest Holz, was ich jetzt gesammelt habe. Die Beeren frisst er ja von alleine. Und ansonsten... weiß ich gar nicht, sollen wir noch ein bisschen was ausbauen? An der Hütte? Oder sollen wir uns schon daran machen, den nächsten Dinosaurier zu tamen? Ich meine, je mehr wir haben, desto sicherer sind wir, ja? Ich habe übrigens auch die Grafik ein bisschen höher gestellt, deswegen habe ich leider auch nur so 25 Frames ungefähr. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr. Also ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wir werden sehen. Was denn los? Was ist denn los, Kleiner, hä? Du Level 13, du. Bin voll stolz drauf. Kann ich euch hier irgendwie... nee, kann ich nicht. Okay. So, jetzt haben wir schon eine Menge Holz. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Holz dann will. Aber wir haben's. Eigentlich müsste ich Thatch sammeln. Da ist ein Spieler. Es gibt hier keinen PvP, es gibt hier nur PvE. Wo ist er hin? Level up! Geil, einfach nur, weil wir einen Spieler gesehen haben. Owner Tribe? Was, Owner Tribe? Ist das ein NPC dann? Gibt's hier NPCs? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist er denn hin? Sehe nicht. Oh, da oben. Da oben baut einer. Hier wollte ich eigentlich auch bauen. Aber dann war es mir doch ein bisschen zu weit oben. Ah, sie tamen sich gerade. Auch ein Aloha. Hanky. Hanky und... wer bist du? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bauen die sich hier was ganz Großes auf. Nicht schlecht. Fred der Große, hier hast du vielleicht eine Leiche gefunden. Was ist das denn? Thomas, Level 10. Hallo. Ja, danke. Irgendwie haben die keine Lust mit uns zu reden. Pin-coded, okay. Klauen können wir auch nichts. Wollen wir auch nicht. Sind ja Nachbarn. Welches Level hat denn dann deren? Ach, Level 4. Ha, da kann unser Dennis ja locker mithalten. Mit Level 13. Das ist doch super. Gut zu wissen, dass wir hier noch einen kleinen Vorteil haben. Wobei, es gibt ja wie gesagt kein PvP. Es gibt nur PvE. Insofern völlig wurscht. Wurde von einem Raptor Level 60 getötet in der Nähe von deinem Haus. Den tame ich gerade. Oh cool. Ein Level 60 Raptor. Würde ich auch gern tamen. So weit sind wir aber noch lange nicht. Da unten ist unsere bescheidene Hütte. So, worauf gehen wir? Leben oder Melee Damage? Ich würde mal sagen, wir gehen auf Leben nochmal. So, Sleeping Bag habe ich schon gelernt, aber noch keinen gemacht. Das sollte ich auf jeden Fall tun. Simple Bed. Ja, das wäre auch super, aber wir brauchen auch mal langsam Rüstung. Das ist jetzt die Frage, schaffen wir noch ein Level in der Aufnahmesession oder nicht? Ich glaube, ich gehe eher mal auf Rüstung noch ein bisschen. Und Head nehme ich mal noch dabei. Und ich denke mal die Schuhe. So, und dann machen wir uns mal noch ein bisschen Rüstung. Dann könnten wir vielleicht später mal auf Entdeckungsreise gehen. Mit Dennis fühle ich mich irgendwie ziemlich sicher.
Was aber wahrscheinlich nur ein Trugschluss ist.